Hallo Leute, willkommen zu einem Planet Zoo Speedbuilding. Robbengehege mit Unterwasserblick. Ja, als erstes baue ich hier erstmal den Weg hier für die Zuschauer. Ja, und dann kommt hier so eine Frontscheibe davor, ungefähr 5 Meter hoch, wo die Zuschauer dann später Blick in das Robbengehege haben werden. Und das Besondere ist, dass es ein Unterwasserblick sein wird. So, wir brauchen ja natürlich auch einen Gehegeeingang für das Personal, und da der nun mal nicht unter Wasser sein kann, bleibt in dem Fall ja nur die Möglichkeit, den erhöht an Land sozusagen zu realisieren. Ja, und da bauen wir jetzt hier so einen Wall rings um das Gehege. So erhöhtes Gelände bietet einerseits die Möglichkeit, halt einen Eingang fürs Personal zu schaffen, für die Tierpfleger, und andererseits ist es natürlich dann auch gleichzeitig die Landfläche für die Robben. Und die wollen ja auch nicht immer nur im Wasser sein, die brauchen ja auch ein bisschen Land. So, jetzt steckt man hier mal grob das Gehege erstmal ab mit der Barriere aus Glas und testen mal. Oh, Wasser reingemacht, funktioniert, ne? Schon mal gut. So, im Hintergrund macht es ja keinen Sinn, alles aus Glas zu machen. Verwandeln wir die Wand mal in eine Betonwand, ne? So, hier checken wir mal einen Weg nach oben fürs Personal erstmal ab und einen Gehegeeingang. Funktioniert, ne? Wunderbar. So, dann kann man hier nochmal die Wände ein bisschen angleichen. Die müssen ja nicht ganz so hoch sein. Ich sag mal, Robben können nicht klettern oder so oder springen oder irgendwas. Von daher muss es nicht ganz so hoch sein. Aber ihr werdet auch gleich merken, ich habe mir doch ein bisschen zu viel Arbeit im Vorfeld gemacht. Ich werde das gleich sowieso alles wieder verändern, weil ich dann doch gemerkt habe, dass mir die Landfläche doch ein bisschen zu klein erschien gegenüber der Wasserfläche. Vielleicht hätte es auch gereicht für die Robben, aber naja, bis wir dahin kommen, erstmal hier noch den Wasserbereich etwas vertiefen, alles nochmal ein bisschen glätten, paar Details einbauen ins Gelände, so Wasser wieder rein. Ja, und dann die Mauer nochmal weg, weil ich mich doch entschieden habe, hier das Gelände noch etwas zu vergrößern, also noch ein bisschen was dran modellieren und wieder die neue Gehegegrenze ziehen. Diesmal gleich aus Beton. So, alles schön rund. Ja, Wasser nochmal wieder raus. Bisschen glätten die ganze Geschichte. Ja, und dann Wasser wieder rein. So, dann machen wir mal schön Sand, ne? Schön Strandsand. Ich denke, das ist für die Robben das Richtige. Ist jetzt nicht, dass die gerne auf Gras leben, sozusagen. Also machen wir mal schön Sand in das Gehege rein. So, hier ein Mitarbeiterweg für den Tierpfleger, und ja, der Besucherweg geht dann da auch gleich lang. Da kann der Zoo dann sich weiter, sag ich mal, entfalten. So, ein paar Felsen rein, ne? Auch immer gut für Robben, denke ich mal. Hier nochmal so eine Art Steg. Ja, dann lass mal nochmal einziehen hier. Mal gucken, was sie so sagen. Ja, jetzt brauchen sie noch ein bisschen Fels. Haben sie hier den Wunsch? Gut, machen wir noch ein bisschen felsiges Gelände dazu. So, und schon ist es im grünen Bereich. Ja, brauchen sie natürlich auch eine Futterschale, eine große Futterschale und eine große Wasserschale in der Nähe der Gehegetür, damit der Tierpfleger es nicht so weit hat. Bisschen was zu spielen hier. Gucken wir mal in Zoopedia rein. Ja, bisschen Ball. Und hier noch so ein Schneeball mit Sprenkler und unter Wasser so eine, ja, Fischbox, so ein Fischspender. Na, dann hier noch so ein Gehegeschild dran. Natürlich die Spendenbox nicht vergessen. Ein paar Mülleimer in der Nähe. Und ja. Dann, wenn wir das Ganze hier nochmal ein bisschen schick machen, diese hässliche Betonwand im Hintergrund, die will ja auch kein Mensch sehen. Also, wenn wir das alles hier schön nochmal mit Fels auskleiden, einfach immer schön übereinander,
Zufallsdrehmodus anstellen für die Felsen, dann sieht jeder direkt gleich ein bisschen anders aus. Und dann noch ein bisschen verschiedene Größen wählen für die Felsen und ja, sieht das Ganze doch schon recht natürlich aus am Ende. Na, und unter Wasser braucht man auch noch ein bisschen was. Dieser Steg, der hält sich natürlich nicht einfach so in der Luft. Da bauen wir auch noch, damit das Ganze natürlich wirkt, ein paar Stützen drunter. So, wieder ein bisschen Fels, Untergrund weg, dafür ein bisschen Sand, ist immer noch im grünen Bereich. Dann ein paar Pflanzen hier unten auf dem Boden. Einfach der Optik wegen, so Unterwasserpflanzen hier. Ein paar Felsen noch unter Wasser platziert. Und das Ganze auch schön natürlich aussieht. Ja, und ein paar Pflanzen, ein bisschen Seegras heißt das, glaube ich, hier so, oder Salzgras. Darf natürlich auch nicht fehlen. Ich glaube, den Robben ist es ziemlich egal, aber ich finde, es sieht cool aus. So, dann machen wir den Steg hier nochmal ein bisschen schick, ein paar Details, ne, damit die Robben dann noch besser drauf kommen und wieder runter. Ja, und hier noch so ein paar Felsen irgendwo ins Gelände rein. Und das Ganze schön natürlich wirkt. Ja, und dann haben wir es eigentlich. Dann schauen wir doch den Robben noch ein bisschen zu, wie denen das hier so gefällt. Also ich finde, es sieht so aus, als wenn es der Robby hier gut gefallen würde. Oder was meint ihr? Das sieht auch schick aus. Ah, da hinten kommt schon das Weibchen angerobbt. Gibt es erstmal einen gemeinsamen Poolgang hier zwischen den beiden. Müssen ja erstmal anfreunden hier, ne? Die beiden. Geht es erstmal auf gemeinsame Tauchtour. Jawohl. So, dann gönnen wir uns noch einen kleinen Walkthrough durch das Gehege. Hier schön die Felsen. Ja, Blick aufs Wasser. Schöne, großzügige Wasserfläche auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, da haben die Robben ordentlich Platz. Und auch hier die Landfläche ist großzügig ausgeführt. Schön natürlich aus mit den Felsen. Hier ein bisschen Spielzeug, Sprinkler, ein paar Bälle. Ja, und hier nochmal der Blick quasi in den Zoo rein. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War mal ein bisschen was anderes, ne? Und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Macht's gut. Ciao.